das Faszinierende ist eigentlich der Anlagenbau. Der Anlagenbau, der ist so toll und es macht dem Menschen oder der Anlagenbau, das macht immer das Anlagenbau, macht viel mehr Spaß als nachher damit spielen. Ich habe mich lange gefragt, warum das so ist, aber ich bin jetzt irgendwann drauf gekommen, warum das ist. Weil wenn du die Anlage baust, bist du der Macher und wenn du die Anlage fertig ist, das heißt, ab dem Punkt, wo der Zug nicht mehr in Gleis, wo alles perfekt läuft, da degradierst du dich vom Macher zum Betrachter. Zurück vom ersten Lockoutlet in Leonberg und was soll ich sagen, es hat sich total gelohnt. Wir gucken auch die einzelnen Stücke an und zwar immer wieder mal verteilt in dem Filmle. Ja Till, Mensch, grüß dich. Schön, dass wir heute hier sind bei dir. Erster Leonberger Lockoutlet. Genau. Und Willi, nee, Hans. Ja. Hans nee. Willi. Hans Willi. Hans Mensch, Willi, genannt Willi. Gebacken. Ja, ist okay. Ja. Und was erwartet ihr heute? Ja, wir sind selber gespannt. Wir machen das jetzt zum ersten Mal und weil es ja draußen stürmt und schneit wie verrückt und die Autobahn gesperrt ist. Ja, war gerade Stau. Ja. Und die Pforzheimlinie, die ist halt irgendwann ganz gesperrt, ganz, die ganze Karlsruhe runter. Aber das haben wir leider erst die Woche erfahren, da konnten wir es jetzt nicht mehr ändern. Und ja, sind selber gespannt, wie es funktionieren wird. Wir sind natürlich überrascht, es geht um 10 Uhr eigentlich los und um 8.40 Uhr war die erste Kunde da, also außer dir. Ja, super. Ja. So, Modellbahnfreunde Tech und weitere sind gerade angekommen. Der Stahlkäufer ist auch schon hier. Jetzt, wie viel Geld hast du dabei? Oh. Ich habe mal nur die Karten mitgenommen. Alles reicht. Kommen rein. Nun, ja, oder? Ja. Okay. Und wo seid ihr her? Von Mannheim. Von Mannheim, das ist, glaube ich, im Badischen, oder wie heißt das? Badisch. Baden-Württemberg. Prima. Und du? Genau, aus Schwetzingen, das ist aber gleich neben Mannheim. Ah, du hast ja Wetter mitgebracht, guck mal, wie es da schneit da draußen. Genau, und ja, haben wir nachher unten im Keller, das zeigen wir euch, einen großen Lockoutlet vorbereitet mit vielen original verpackten Eisenbahnen aus den letzten 30, 40 Jahren, alle Spurweiten, also ZN, H0, G und 1. Und hier oben sind jetzt eher so die Sachen aus den letzten 100 Jahren, oder 120 Jahren vielleicht eher sogar. Hier haben wir natürlich nicht nur Eisenbahnen, also Eisenbahnen haben wir auch, Spur 0, Spur 1, H0, aus im Prinzip von der Jahrhundertwende bis in die 60er, 70er Jahre. Und hier haben wir dann natürlich auch Autos, Dampfmaschinen, Antriebsmodelle, Blechspielzeug, mechanische Sachen. Das ist also wirklich ein Paradies für Kinder. Große Kinder? Nee, auch kleine Kinder. Mein Enkel war neulich das erste Mal da und der war also völlig begeistert. Mit dem Bub hast du nichts mehr gehört. Der hat hier die Sache rausgenommen mit einem Feingefühl, unglaublich. Und hat mit dem richtig gespielt. Da hat man auch gesehen, dass alte Spielsachen für kleine Kinder heute noch eine richtige Attraktion sind. Wir haben hier spanische Gäste, die Maide. Grüß dich. Du bist mit deiner Tochter, der Lara, hier? Ja, hallo. Hallo, was hast du gekauft, Lara? Also wir haben eine Fabrik, ein Haus und hier so ein 5 Bausätze. Und du hast ja Eisenbahn daheim, oder? Nein, aber für meinen Bruder. Ach so, jetzt, wie heißt du? Lukas. Der Lukas, ja, grüß dich. Und du baust zusammen, Lara, oder? Nein, ich glaube, das überlasse ich lieber ihm. Okay. Und wie groß ist die Anlage? Eigentlich ziemlich groß. Also wenn ich mich hinlege, ungefähr, dann ungefähr so lang und so breit, wie wenn ich mein Bein aufstrecke. Fangen wir mit dem Wagen an. Hier ein schönes Personenwagen-Set Epoche 3. Einmal dritte Klasse, hier nochmal dritte Klasse und die Hälfte Postwagen. Und dann hier nochmal eingepackt einmal zweite Klasse und einmal dritte Klasse. Werner, grüß dich. Du bist hier der Angestellte, der mit dem Sprinter unterwegs ist. Mit dem Sprinter holen wir die Ware rein, die der Chef einkauft. Ja, dann gehen wir mal raus und gucken mal, wie das Sprinterle aussieht, oder? Gerne, klasse. Super. Ja, wir haben hier Schnee. Ihr seht's. Ja, es passt schon. So. Jetzt. So.
Dann schauen wir mal. Ja, ah, hier steht der Bus. Alte Kraft Eisenbahn. Das ist also das Gefährt, so mit dem gehst du auf Deutschland-Tour. Auf eigentlich Europa-Tour. Auf Europa-Tour. Wir holen in ganz Europa rein, was eingekauft wird. Also ich war jetzt in allen Nachbarländern Deutschlands, okay, um die Ware reinzuholen. Der ist ja leer. Ja nun, deswegen ist ja unten auch das ganze Material, weil hier leer ist. Das okay, ja, schlecht super. Sonst. Klasse, dann fährst du hier los, holst das Material, genau, lieferst hier ab. Richtig. Und du machst auch die Logistik dann, oder? Beim Versand? Also Logistik heißt Ware reinholen, auch unter anderem mal wegbringen, wenn jemand irgendeine Anlage gekauft hat und er sagt, er braucht sie zugeliefert. Und dann handelt er mit dem Chef einen Preis aus und dann fahre ich das Ding jemand zu, egal ob nach Hamburg oder nach München oder bloß hier um die Ecke. Gar toller kein Problem. Job. Ja. Hast du eine Eisenbahn selber? Nein, das wäre ja so ein bisschen Bock für einen Gärtner. Ich habe keine Eisenbahn, ich bin auch nicht eisenbahnaffin. Mein Vater hat meine Eisenbahnanlage verschenkt, wo ich vielleicht 15, 16, 17 war. Und da war für mich das Thema Eisenbahn erledigt. Das macht mich, glaube ich, auch ein bisschen prädestiniert dafür, Eisenbahn reinzuholen, weil ich gucke es an, ich freue mich dran, es ist eine schöne Sache und ich lerne immer wieder neue Leute kennen in neuen Situationen. Es ist, also es ist wirklich unbeschreiblich, wie toll dieser Job ist. Aus Tübingen. Aus Tübingen, okay. Da ist ja immer der Boxenstopp. Ist da auch jedes Mal? Ja, ja. Ah, super. Was hast du denn gekauft? Guck mal, da ist Schächtelenei. Ja, gewisse Variation hier. Auf der einen Seite Märklin Schüttgutwager und die gleiche von Trix und dann noch norwegische. Kommst du raus, oder mal? Ja. Schon ein bisschen spezielleres. Ah, schön. Cool. Also. Und schnell. Und kräftig eingekauft. Ja, jetzt, dass hier andere Leute auch Platz sind. Ah ja, perfekt. Jetzt fühlt sich's auch langsam. Ja, wunderbar. Also, gute Reise nach Tübingen, gell? Danke, tschüss. Und wie läuft es jetzt so ab? Wie kommt ihr zu eure Exponate, beziehungsweise zu eure, eurer Ware? Das kommt daher, das Geschäft gibt es ja schon seit 45 Jahren jetzt. Und da sind wir einfach bekannt. Und oft ist halt so, dass wenn ein Erbfall eintritt oder wenn die Interessen sich verlagern, dass man sich dann halt an uns wendet, weil sie wissen, dass wir kompetent sind und dass wir sofort zahlen und dass wir mit relativ geringen Spannen arbeiten und so auch relativ hohe Einkaufspreise zahlen können. So kommen die Leute dann immer wieder zu uns. Das ist oft eine jahrzehntelange Verbindung dann zu den Sammlern da und natürlich übers Internet auch, da sind wir natürlich auch präsent. Das heißt, wenn jetzt jemand einen Erbfall hat und sagt, Mensch, ich habe eine Eisenbahn daheim, weiß nicht, was das wert ist, will es aber irgendwie weg haben, dann nimmt man Kontakt auf. Ihr fahrt da hin oder kommen die Leute hierher? Beides, je nachdem. Also bei kleiner Sachen kommen sie her, wenn sie größere Sammlung ist, die für einen Privatsammler oder Privatmann nicht zu transportieren ist, dann kommen wir bundesweit oder sagen wir auch europaweit, sind wir eigentlich mit unserem Sprinter sehr flexibel und holen dann eben die Ware dann ab und wir zahlen auch immer sofort. Also es funktioniert immer. Und dadurch haben wir eigentlich immer ein attraktives Angebot und dadurch hat man jetzt auch nicht irgendwie auf H0 Spur Z Dampfmaschine oder Modellautos fixiert sind, haben wir natürlich ein sehr breites Spektrum. Bei uns kann man wirklich alles verkaufen. Und dann nehmt ihr die Ware mit und dann wird es geprüft bei euch, oder? Bevor es verkauft. Wir prüfen die, sagen wir mal, wenn es so Bastelkonvolute natürlich nicht, die verkaufen so wie sie sind, aber hochwertige Sachen werden bei uns geprüft und haben in der Regel auch immer ein Jahr Garantie. Das heißt, ich kann auch so ein Bastelkonvolut bei euch kaufen, habt dann halt das Risiko, dass es vielleicht kaputt ist oder dafür so? Dafür kostet es fast nichts, dafür ist es natürlich auch günstig, wenn es nicht geprüft ist. Und Verkauf läuft bei euch über eBay ausschließlich? Nein, wir haben jetzt hier dieses Lock-Outlet und haben wir einmal im Jahr in Tübingen und einmal in Leonberg unsere Messen und dann haben wir auch sehr, sehr viele Privatkunden als Direktkunden, wo die dann kommen, dass man das denn, dass die bei uns schon, sagen wir, Suchanfragen da haben, dass wir die Sachen dann denen direkt anbieten können. Da wissen wir dann schon, wer was sucht. Okay. Und wenn ihr jetzt irgendwie eine bestimmte Lok oder irgendeinen Wagen sucht, kann man da bei euch sich registrieren lassen? Ja, klar. Das heißt, da schreibt man eine Mail, ich suche den und den Wagen. Macht alles so Till, da kennt sich das sehr gut aus. Ja, also wenn du gibt dir das? Guck mal, das klingt das Mikro. Wenn du jetzt sagst, ich suche den Wagen XY, dann kannst du mir eine Mail schreiben
und oder kurz anrufen und dann geht's los. Ja, dann ich kann dir natürlich nicht versprechen, dass der dann eine Woche später da ist, aber in der Regel braucht man ein halbes Jahr ungefähr, bis wir wieder da haben, ja. So, als nächstes hier eine schöne blaue E10, Baureihe E10.3, und die hat diese berühmte Bügelfalte vorne drauf und es sieht richtig schön aus mit dem roten Pantographen hier. Eine wunderschöne Lok. So, Andi und Uli, grüßt euch. Ihr seid jetzt hier beim ersten Lok-Outlet. Wie sieht es denn aus? Was habt ihr gekauft, Andi? Also bis jetzt bin ich dabei. Also eine LGB-Lok habe ich schon. Okay. Und bin dabei, ein paar Z-Sachen noch zu kaufen. Ich glaube, das ist die Einkaufskiste hier unten, oder? So wie es aussieht. Das ist erst schon mal hier das Vorbereitete, wo ich ja vorhabe zu kaufen. Ja. Groß zugeschlagen. Das heißt, du hast eine Z-Anlage daheim? Ich habe LGB, also ich bin vielseitig. Okay. Du kommst aus Eidlingen. Eidlingen. Okay, das ist ja gar nicht so weit von hier, oder? 25 Kilometer. Das geht. Ja, das geht, ja. Also, ich bin 1973 zur Spur Z gewechselt und seitdem bei Spur Z. Bin auf Anmessen und Anlagen sehr viel und habe selber eine Anlage an Trier angelehnt, spiele mit 40 Zügen und habe die angelehnt an Trier, Luxemburger Grenze und sammelt natürlich französisch, deutsche, luxemburgische, belgische Lokomotiven, Wagen, alles was dazugehört. Ach nee. So Sven, wie lange bist du jetzt hier schon? 5 Minuten. Und schon 3 Schachteln, dann ja, nee, vier ja, in der Hand. Irgendwas muss man ja machen für die lange Nacht der Züge. Jetzt haben wir hier Martin und Gerwit beim Shoppen. Wo seid ihr denn her? Aus Böblingen. Aus Böblingen, ist ja ums Eck sozusagen. Ja, nicht so arg weit weg. Und was habt ihr gekauft? Du hast ja schon hier die Hand voll. Zwei Wege, zwei Vierachser und einen Triebwagen. Ah, okay. Einmal das ganze Sortiment. Und für die Triebwagensammlung. Und du suchst auch noch was für Startup, habe ich vorher mitgekriegt, oder? Ja, für MyWorld eigentlich, für unsere Enkel. Da ist aber, glaube ich, nichts dabei hier, oder? Nein, leider nicht. Da haben die letztes Jahr eine größere Anlage gebaut für die zwei Buben, für Zwillingsbuben. Und da suchen wir jetzt Ergänzung. Sehr schön. Also, dann viel Spaß noch beim Shoppen hier. So, Klaus, jetzt hast du auch was gekauft. Gell? Ja, Modellbahnfreunde Tech hier wieder Vertreter. Wie? Nochmal was. Was hast du denn geholt? Ich habe mir hier ein Wagen gekauft, Museumskaffee. Für einen Zirkustransport. Wow. So ist das vorgesehen. Weil du hast einen Bezug zum Zirkus, hast du mir gesagt. Genau, ja. Ich habe einen Bezug zum Zirkus. Ein Onkel von mir war 40 Jahre beim Zirkus als Dompteur. Und da finde ich das jetzt einfach passend. Und irgendwann wird es da auch noch ein paar Wagensätze zugeben, die ich finde. So, Frank aus Mannheim ist auch schon fündig worden. Was willst du denn kaufen? Na, ich habe mich für diese schöne Spur 1 Dampflok entschieden, die 64er. Sehr schönes Modell und auch ein sehr guter Preis. Und fährt, oder? Und fährt. So. Ah ja, toll. Und man kann alles prüfen hier, das ist auch gut. Ja, sehr gut, ja. Wie groß ist deine Anlage? Also ich lasse tatsächlich im Garten fahren, im Sommer. Ich habe im Warenthaus, baue ich mir gerade eine riesige Anlage auf und dort habe ich so ungefähr 800 Quadratmeter. Wow. Also da kann man schon was machen. Cool. Sehr schön. Ja, dann gucke ich mal, ob du die nachher einpackst. Ich würde mal sagen, ja. Okay. Ja, Till, erzähl mal, wie lange seid ihr denn jetzt hier im Gebäude schon? Das sieht ja alles recht neu aus. Ja, wir sind hier 2020 eingezogen, also kurz vor Corona. Ich glaube, im Januar sind wir eingezogen, im Februar ging es dann los mit Corona oder März. Und wusste man natürlich auch nicht, wie entwickelt sich der Markt. Jetzt haben wir so große Investitionen getätigt, wie geht's weiter? Aber ging dann alles gut. Und war eigentlich witzig, weil wir dann in der Bauphase oder vor der Bauphase natürlich die Baugenehmigung gestellt haben bei der Stadt und dann eingetragen haben als Zweck, was wir hier machen. Handel mit Eisenbahn, dann wurde die Baugenehmigung erst abgelehnt, weil mit der Begründung, dass hier kein Gleisanschluss vorgesehen ist. Die konnten sich also nicht vorstellen, dass man hier mit kleinen Eisenbahnen handelt. Die haben gedacht, wir handeln hier mit richtigen Eisenbahnen. Das muss man dann richtig stellen und dann ging es relativ schnell. Dann hat man C-Gleis verlegt, oder? Und dann ging's los. C-Gleis verlegt, genau, und dann ging es ja los mit dem Handel von Eisenbahnen. Ja.
Las vías de tren de Merlin es lo mejor del mundo. Philipp, grüß dich. Hallo. Du bist hier in der Krabbelkiste, habe ich gerade gesehen. Was holst du raus? Ja, Silberlinge, oder? Ja, genau. Ja, ich habe meine alte Eisenbahn jetzt wieder rausgeholt. Mein Sohn, da ist er. Darf man auch filmen? Ja, 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 der. Oskar. Oskar, ja, der ist begeistert. Der kann das alles auseinanderräumen. Und der sitzt gern daheim an der Eisenbahn, an meiner alten Eisenbahn. Die war jetzt 30 Jahre beim Baba im Keller. Und ist jetzt wieder aktiviert worden. Und jetzt. Ja, jetzt kommt halt so die Sammelleidenschaft wieder hoch. Weil da gucken wir mal rein in die Schatzkiste hier, was da alles drin ist. Ja, da könnte man natürlich zugreifen. Ne? Das ist jetzt die Abteilung, ich glaube, ungeprüft, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, okay, das ist mir neu, aber dann ist recht. Ja. Ja, ja. Aber du kannst ja drüber am Prüfstand beim Peter, da sitzt er, kannst ja auch die Sache schön aufs Gleis stellen und checken lassen. Ach so, okay, das hätten wir nicht gewusst. Genau. Ja, dann gucken wir mal, ob da das Licht funktioniert. Ja, genau. Ja, ja, super. Dann geht es in die Schweiz, ja, hier zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft Jubiläumslokomotive Serie AE6-6. Ich konnte mir nicht entscheiden, nämlich die grüne oder nämlich die rote. Und dann, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube, der Till hat gesagt, nimm doch beide, dann kannst du Doppeltraktion machen. Jetzt habe ich halt beide. Peter, Zwischenbilanz, wie sieht's aus? Also ich bin positiv überrascht, wie viele Kunden da sind und es wird auch viel gekauft. Es macht Spaß. Und wie spät haben wir es denn jetzt? Ich würde sagen 11 Uhr. 11 Uhr, ja, 11 genau. Uhr, ja. Und immer noch rappelvoll hier. Ja. Und jetzt hast du wieder der nächste Prüfauftrag hier vorliegen. Ich vermute es, das ist Löschzug. Eine Startpackung mit einer Feuerwehr V100. Okay. Ja, dann ab aufs Gleis. Ich gehe mal weiter und guck mal, was sonst schon los ist. Okay. Komm nachher wieder, Spaß, Peter. Ja. Ja, hallo. Wir sind jetzt einfach da und suchen unseren Mann, meine Tochter und ich. Der Laden hat den Mann einfach verschluckt. Der ist weg. Da kommt er schon. Okay. Der einzige Laden, der Männer schluckt. Der Joe aus Bad Zafelstein. Bad Teinach-Zafelstein. Bad Teinach-Zafelstein. Wie weit ist das weg von Leonberg? 30 Kilometer. Ah, okay. Und was hast du alles gekauft hier? Nee, nun, bis jetzt noch nichts, aber das will ich kaufen. Was hast du vor? Was ist denn das? Ein Wagenset hier, oder? Wagenset, zwei Wagenset und ein Bahnhof. Und ein Bahnhof dazu, okay. Und du hast eine Anlage daheim? Ja, und eine Präsentation mache ich nächstes Wochenende in Bad Heinach-Zabelstein im Pfarrhaus. Da ist Kirche, da ist ein großes Bahnhofsevent. Um wie viel Uhr ist das? Samstag, Sonntag. Nächsten Samstag, Sonntag? Ja. Das heißt, es ist das 9. und 10. 9. und 10. Dezember. Dezember. Und um wie viel Uhr? Oh, weiß ich gar nicht. 14, ab 8. 14 Uhr. 14 Uhr. Samstag von 14 bis Open End, 21 okay, Uhr. Okay, super. Und Sonntag nach dem Gottesdienst geht es los bis abends 6 Uhr. Und da sieht man dich also. Ja. Ab nach Zabelstein. Bad Heinach-Zabelstein. Bad Heinach-Zabelstein. Dank dir, gell? Ja, ciao. Bitte. Ciao. Okay. Jeder kriegt einen Auftrag. Teste mal bitte die Lok hier. Mach ich doch gerne. Leonard Weiß, die Emma. Weil die bringt doch jetzt vom Merklin die Vectron raus, auch mit Leonard Weiß. Mhm. Und die will ja unbedingt haben. Und dann wäre das jetzt ein schönes Gimmick schon mal vorneweg. Ach so, du musst jetzt erst wieder in der neue CS4 hier einlernen. Jetzt probieren wir mal, ob es analog funktioniert. Da läuft sie. Und jetzt kann man die auch noch digital ausprobieren. Ja, das wäre super. Da muss man die aus der Datenbank rausholen. Hast du die schon drin oder wie? Nein, aber die müsste eigentlich MFX haben, gell? MFX hat sie, glaube ich, nicht. Sonst wäre das Zeichen auf der Schachtel. Ach so, das stimmt, ist nicht drauf. Jetzt gucken wir mal, ob sie die Adresse automatisch findet. Das sieht gut aus. Okay, Adresse hat er gefunden. Ja, dann kann man mal starten. Jetzt brauche ich diese Lok hier rüber. Und jetzt funktioniert sie
digital. Ja, und die fährt auch, weil ich habe neulich ein Köf gekauft und da war Ines Zahnrad gebrochen. Ja. Der alte Fehler, aber das könnt ihr ja schnell reparieren, das war dann ratzfatz. Genau, Beleuchtung funktioniert auch. Aha, Beleuchtung, das ist rückwärts, ja. Geht. Und hinter geht's auch, oder? Ja. Also, dann packen wir die ein. Genau. Sehr schön. Das Besondere an der Packung ist, da sind zwei Viking-Sondermodelle drin, die es nur in dieser Packung gibt. Echt? Dann hol die mal raus, dann zeigt man die geschwind, Peter. Du bist ja echt der richtige Fuchs hier. Das sind von Viking zwei produzierte Bagger, die es ausschließlich nur in dieser Packung gibt, mit dieser Leonard-Weiß-Bedruckung. Ah ja, super. Perfekt. Also, klasse. Packen wir ein. Ja, und diese kleine Emma, die haben wir ja bei den Märklin-Tage beim Leonard Weiß in echt gesehen. Die gibt es also wirklich so. Und das ist jetzt hier das komplette Set. Ja, Leonard Weiß macht ja die Vectron auch noch und die will ich mir auch irgendwann mal besorgen. Deshalb habe ich gedacht, fange ich mal mit der Emma an. Und das ist ja ein ganz nettes Zugset. Was jetzt hier noch fehlt, sind die Rungen. Die habe ich jetzt aber noch in der Schachtel drin. Die muss man natürlich noch auf den Wagen draufstecken. Also, hier ist unser Lager, so hier sind alle Sachen drin, die verkauft sind. Und sobald sie verkauft sind, dann kommt es, sobald das Geld, wenn es verkauft ist, sobald es bezahlt ist, kommt es dann da rein. Da steht, dann wird es hier und dann wird ich hier unsere Verpackungsstraße oder Verpackungsstraße ist wie gesagt unsere Verpackungslinie und dann wird hier, wird es verpackt, kommt in die Postwäge und machen wir jeden Tag drei Postwäge voll und die sind um 14 Uhr, wird die mit DHL abgeholt und am nächsten Tag sind sie bei den Leuten. Okay, das heißt, wenn ihr jetzt bei euch was gekauft und bezahlt habt, dann wäre das hier im Regal drin? Dann wäre das in dem Regal drin, danach wird es dann hier verpackt. Da oben hat es die alle gängigen Verpackungsgrößen, die andere, die sind dahinter, in der Ecke, kannst du vielleicht auch mal schön sehen. Ja, alle und Größe. Alle Größe und dann wird es verpackt, zack, 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 kommt da rein, wird alles organisiert. Und schon bist du immer wieder beim Peter. Was hast du denn dieses Mal? Das ist ein Triebwagen der Deutschen Bundesbahn der 60er Jahre. Okay. Und dann machen wir auch einen Fahrtest. Ja. Jetzt kam gerade die Frage auf, ob das nicht 50er Jahre ist. Der Ursprung ist 50er Jahre, das stimmt. Aber von der Modellausführung her ist er Ende 50er, Anfang 60er Jahre. Wegen dem dritten Spitzenlicht. Genau. Okay. Da haben wir die Schachtel dazu. Der steht doch in, jetzt muss ich schon überlegen, in Meiningen, beim Dampflokwerk. Da steht der Originalzug, wenn ich es richtig weiß, hinter drum versteckt. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich meine, das ist so. Ich weiß nicht, wo der VT08 steht. Doch, in Stuttgart steht ein ähnlicher. Ne, der Weltmeisterzug meine ich. Ach so. Der steht in Meiningen. Das weiß ziemlich ich sicher. Nicht. Mhm. So, dann lass mal laufen, die Kiste. Der muss ich erst noch anmelden. Ach so, immer das Anmelden hier, ja. Stimmt. Schön. Und zum Anmelden und zum Fahren lassen brauchen wir Minimum das ist beide Endteile. Ist das jetzt die CS4, oder? Die neue von Martin? Ja, genau. Der Nachfolger von der CS3. Das ist absolute neueste Technik. Ja. Mit Sound? Ja. Sehr schön. Licht, mach mal Licht. Ah, ist ja schon an. Schon an. Die Strecke ist ein bisschen kurz, die du da hast, gell? Ja, ich sag mal, das ist ein Triebwagen und für zum Ausprobieren reicht es eigentlich. Ja. Ja, fährt. Ja, die Spur-Innenanlage, die wunderschöne, hat jetzt auch neue Besitzer bekommen. Ja. Ist also schon weg jetzt. Wer da Interesse gehabt hätte, aber es ist auch echt ein Schnapper. Also ich habe echt lange auch überlegt, aber ist halt nicht meine Spurgröße. So sieht übrigens das Gebäude aus, wenn ihr dann im Februar zum Outlet kommen wollt. Im Februar ist gerade nochmal Outlet. Ich habe den Flyer schon dabei, den blenden wir nachher ein. Und da kann man jetzt auch klingeln, oder? Ja, das Leitwerk haben wir. Das ist die Hausglocke von Eisenbahn Walter, oder? Ja, aber etwas müde. Ich glaube, man muss ihn mal wieder neu spannen, weil viele Leute kommen einfach und ziehen dran, weil es halt eine tolle Geschichte ist. Muss ich natürlich auch gleich mal dran ziehen, ist ja logisch. Ich muss erst wieder aufziehen. Ach so, nee, geht doch. Ja, aber ein bisschen müde. Wie ziehst du die auf? Moment.
Ach, du ziehst die mit der Kurbel auf? Ja. Okay. Alles von Hand. Handarbeit. Da gucken wir mal, wie er aufzieht. Moment. Hast du die auch mit einem Bus geholt? Ach, hier unten wird das aufgezogen. Hallo. Die haben wir in der Schweiz geholt. Okay. Diese Leitanlage. Oh Gott, nein. Jetzt muss ich aber gestehen, die haben es selber noch nie gemacht. Ich habe mir es bloß sagen lassen, wie es geht. Also das ist innen drin zum Aufziehen. Nein. Ja. Ah. Das heißt, da spannt jetzt innen irgendein Seil oder Gestänge, oder? Da sind ungefähr 5-6 Mal rauf, runter, sind Seile drin. Ja. Und ein ziemlich schweres Gewicht, deswegen muss ich da ein bisschen schnaufen. Okay. Und da kann man ungefähr 50 Mal Leute lassen, wenn es aufgezogen ist. Also wenn du fertig bist, lass es klingeln, gell? Mach mal. So. Ich muss ja die Sache immer selber probieren. Ah, jetzt tut es schon anders. Glockengeläut. Sehr schön. Super, vielen Dank mal, gell? Bitte gerne, immer wieder. Ja, also hier wird jetzt normalerweise, wenn kein Lockoutlet ist, fotografiert. Da stehen auch keine Anlagen hier, sondern da wird jedes Slot hier zwischen 6 und 10 Bilder gemacht. Und genau, haben wir hier einen Fototisch und da drüben einen Fototisch. Und da sind wir und schön beleuchtet und Hintergrund. Ja, super. Genau, hier ist der Hintergrund, da ist Beleuchtung. Jochen, Tobias und Jürgen. Jochen ist der in der Mitte, Jürgen ist der rechts, kann ich mir gut merken. Genau, ja, ihr seid woher? Vom? Ich zoome mal ran. Modellbahnfreunde Sulmtal. Okay, Sulmtal liegt wo genau? In der, bei Heilbronn, Weinsberg, in der, in der Löwensteiner Berge. Und ihr seid unterhalb der Löwensteiner. Ja, unterhalb der Löwensteiner Berge. Und ihr macht jetzt hier noch ein bisschen Shopping, Outlet-Shopping. Genau. Outlet-Shopping. Wir machen jetzt Männer-Shopping. Was habt ihr schon gefunden? Ihr seid Moment, ja gerade erst gekommen. Gerade erst kommen, genau, kurz vor Ladeschluss immer gerade erst kommen. Okay. Ja, aber genau. Ich glaube, hab schon was im Auge. Ja, dann verfolgen wir euch mal. Jetzt gucken wir mal, nachher filmen wir euch nochmal mit euren Einkäufen. Tobias, erzähl doch mal ein bisschen, was macht das so im Verein? Also im Verein haben wir im Bahnhofsgebäude in Wilschbach, Obersulm, unsere stationäre Clubanlage. Wir haben auch eine Modulanlage, wo wir auf Messen gehen. Und vor dem Bahnhofsgebäude haben wir unsere LGB Gardeeisenbahn seit letztes Jahr. Und kann man da immer hin zum mal zugucken oder wie läuft das bei ja, uns? Ja, also wir haben Fahrtage, jetzt gerade um die Weihnachtszeit vorübergehend, am 6. und 7. Januar, also Heilige Drei König. Und am 10.12. haben wir noch für die Öffentlichkeit. Okay. Ansonsten donnerstags und samstags haben wir immer unseren Vereinsabend. Da kann man bei Voranmeldung uns natürlich auch mal gern besuchen kommen. Ja, super. Blende mal eure Homepage noch ein. Ja, dann mach's mal so, das ist einfacher. Ja. Mhm. Modellbahnfreunde Sulmtal. Sulmtal, genau. MBFS. Perfekt. Schnäppchen gemacht, oder? Was hast du gekauft? Beziehungsweise als Bild kaufen. So muss ich sagen. Ich habe mir hier die schöne Baureihe 460 von der Schweizer Bundesbahn. Begehrtes Modell. Super Preis. Super. Habe ich mir gegönnt. Das Wochenende gerettet. Wochenende gerettet. Wunderbar. Also, bis dann, gell? Bis dann. Ciao. Warte, ich muss doch hübsch sein. Ja, ich bin gerade nur erschlagen von der Masse und von den vielen Menschen, die hier tatsächlich den Weg hergefunden haben. Jetzt fangen wir mal mit dem Wichtigsten hier an. Es gibt einen Kaffee.